Das ehemalige Europa-Hotel wird zum möglicherweise sichersten Ort in Schwerin. Die Sicherheitsfirma Securitas hat am Donnerstag sein neues Ausbildungszentrum in den ehemaligen Hotelräumlichkeiten eröffnet. Derzeit werden etwa 80 Auszubildende in 3 Jahrgängen zur Service- bzw. Fachkraft für Schutz und Sicherheit in Schwerin ausgebildet. Insgesamt bietet das Ausbildungszentrum eine Kapazität zur Unterbringung von 116 zukünftigen Sicherheitskräften. Damit ist Securitas der größte Ausbilder im Kammerbezirk der IHK zu Schwerin. Im Rahmen der Initiative Mobi Pro wird das Unternehmen auch Jugendliche aus anderen europäischen Ländern, wie zum Beispiel Spanien, ausbilden. Der Umbau des früheren Hotels zum Ausbildungszentrum hat nur 3 Monate gedauert.